Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Super Martino Adventure. Und wir spielen jetzt Level 32 in Welt 4, den zweiten Level. Let's go! Der Boss im letzten Part hat uns ziemlich gefordert. Jetzt sind wir in so einer Märchenwald. Und ganz ehrlich, ich fühle mich hier wirklich pudelwohl. Es sieht hier wirklich wunderschön aus. Und deswegen möchte ich diese Welt auf jeden Fall noch spielen. Also wirklich, so eine Welt könnte Nintendo auch mal bringen. Das ist einfach nur geil. Das sieht einfach nur wunderschön aus. Das ist mal was anderes als normaler Dschungel- oder Strandwelt. Das ist schon nice. Muss ich schon sagen. So, Vorsicht. Da sind Stacheln. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also man merkt, die Schwierigkeit steigt auch in diesem Spiel langsam kontinuierlich an. Aber bisher würde ich sagen, nur der Boss, da hatte ich jetzt wirklich Riesenprobleme. Sonst ging's eigentlich noch. Na gut, Welt 3 war schon heftig, muss ich schon sagen. Welt 4 bisher ohne Fail. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Welt 4 bisher ohne Fail. Gezockt. Der erste Fail wird bestimmt noch kommen. Aber hoffentlich nicht jetzt. Ach, come on. Was soll's? So. So, wir haben auf jeden Fall es wieder weiter geschafft. Sehr gut. Boah, Solitär spiele ich eigentlich gar nicht. 7, 8, 9. Kart, zack. Da muss man hier eine Karte aufnehmen. Aber ich kenne mich in dem Spiel nicht aus. Sorry. Gut, also darum geht es ja auch gar nicht. Ne? Wir spielen ja was anderes, nämlich Super Martino Adventure. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Level. 33. Let's go. Mal schauen, also die Welt gefällt mir wirklich an sich sehr, sehr gut. Muss ich schon sagen. Ach, die Kreissägen. Die kommen aber auch in jeder Welt vor, oder? Wie bei Crash Bandicoot 4, It's About Time, immer die Nitro-Blöcke zum Einsatz kamen. Waren es die Nitro-Blöcke? Ja, oder? Jetzt nichts Falsches sagen, ja, Nitro-Blöcke müssten es gewesen sein. Oh, jetzt aber nur getroffen. Wow! Junge, chill. Nein! Ach man, aber egal. Wir haben noch zwei Leben. Deswegen mache ich mir da wirklich wenig Sorgen. Brauche ich den goldenen Kugel, will ich später noch? Die goldene Rakete? Ich geh mal lieber mit. Tatsache, man braucht die. Man braucht die. Schnell hinterher. Oder auch nicht. Für einen weiteren Stern braucht man die vielleicht. Ich spring mal nach vorne. Nö, man braucht sie einfach nicht. Mann, für den dritten Stern hätte man doch sagen können. Ja, man muss einen Sprung auf diese Rakete da nehmen. Auf dieses Goldding. Auf dieses goldene Kugelwilli. Aber nö. Tatsächlich nicht. Schade. Wäre eine coole Idee gewesen. Aber leider nicht. So. Der Level hat mir auch sehr gut gefallen. Also Welt 4 ist bisher meine Lieblingswelt. Welt 3 war ja schon geil, aber Welt 4, die toppt alles bisher. So, dieser Märchenwald ist echt schön gemacht. So farbenfroh und alles. Doch, das gefällt mir wirklich gut. Regenbogenstar! Dabei war doch erst CSD. Wobei, ist er nicht bald auch in Stuttgart wieder? Boah, keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Ja, ich als Bisexueller interessiere mich nicht für den CSD. Tatsache. Das gibt's. Ich finde das auch eher albern, was die da machen, der CSD. Also, naja. Wir haben schon Gleichberechtigung. Also was bringt das bitte? Naja, lassen wir das Thema. Wobei ich da auch nicht der Einzige bin, der so denkt. So. Okay,
Kommt der Panzer zurück? Nö, der ist einfach... der ist einfach hier runtergerutscht. Das war knapp. Okay. Egal. Wir haben es geschafft in diesem farbenfrohen Level. Nein, haben wir nicht. Okay. Wir haben es gleich geschafft. Come on. Auch der Level wieder wunderschön gemacht. Also das ist wirklich meine Lieblingswelt bisher. Die ist richtig schön gemacht. Auch wieder ein klasse Level. Das Spiel überzeugt in Welt 4 absolut. Muss ich schon sagen. Also ich bin begeistert. War ich ja zuletzt vom Game nicht mehr so sehr. Aber jetzt, ja doch. Also das ist nice. Nein, nicht dieser Gegner. Dieser komische Hase, den hat man schon öfters. Diesen Lucky Two. Ich kann auch nicht auf seine Wolke immer wieder Rainbow starten. Oh, Junge! Es läuft. Es läuft optimal. Das könnte das erste Mal sein, dass wir jetzt failen. In dieser Welt. Bei der Hälfte der Welt failen. Ja gut, das kann mal passieren, aber mehr wollen wir jetzt eigentlich vermeiden. Ich glaube, das ist nicht mehr zu vermeiden. Nee. Schade. Schade und nochmal schade. Schöner Treffer. Ich kann auf jeden Fall dieses Basketball. Zack, 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 zack. Das ist ja voll easy. Arcade Hoops, okay. Interesting. So, nochmal 200 Münzen zahlen, damit wir weitermachen können. Wow! Aber man hat hier sehr viele Münzen, die man bekommen kann. Also hier kann wirklich keiner sagen, dass man pleite gehen kann. Also ich bin zumindest nicht pleite gegangen. Lol. Anders als im Real Life. Okay, jawohl. Wir rocken diese Welt und werden sie im nächsten Part dann abschließen. Aber. Ein Level machen wir noch, liebe Freunde. Und diese Werbung, wie oft sehe ich die jetzt noch? Ich habe auf diese Werbung keinen Bock mehr. Ach man. So. Ein Level machen wir noch. Und zwar den 36. Level. Und wenn ich den Boss schon sehe von dieser Welt, was ist denn das? Wir können ja mal schauen, was in jeder Welt der Boss war. Dieses komische Viech da, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Kaktus, ein lebendiger Kaktus. Diese fiese Schnecke. Und das soll ein Wildschwein sein mit einem Reiter. Keine Ahnung. Okay, wir nominieren das mal als den dümmsten Fail des Jahrhunderts. Hat allerdings in der Entscheidung verloren gegen einen Domtendo-Fail. Das muss ich leider zugeben. Weil meine Reaktion nicht gut genug war. Ich habe einfach gar nicht reagiert, lol. Ist da vielleicht noch was? Wow, dieser Pilz. Jetzt bist du down. Auch der Level wieder wunderschön. Also wirklich diese Märchenwelt. Wirklich grandi. Oh, was muss ich hier machen? Warten am besten. Aber ich kann ja nicht warten. Ich bin ungeduldig. Ich werde dafür bestraft. Ist das Leben eben und es wird auch Regen geben. Sehr schön.
gut, den Koopa stürzen wir in den Tod. Und haben auch gleich den Level geschafft. Okay, auch den Level haben wir geschafft. Und damit endet dieses Video. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.